Lea Attias, Leiterin der Angiologie, stellt das Gerät vor, wo man ein Bild der Blutgefäße der Patientinnen und Patienten damit machen kann. Sobald alles steril geputzt ist, macht man eine lokale Anästhesie. Dann legt man den Zugang zur Arterie mit Hilfe des Ultraschall. Und dank einem Sensor sieht man hier auf dem Bild ganz genau, was man macht. Eine Anlage, die vor allem der Behandlung von Gefäßkrankheiten dient. Gefäßkrankheiten, die zum Beispiel zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Beide Krankheitsbilder, die Arteriosklerose, das heisst Gefäßverkalkung, das ist immer noch die Todesursache Nummer 1 in der Bevölkerung. Und gerade hinterdran die zweite Todesursache, Krebs. Das sind die zwei Krankheitsbilder, die wir behandeln. Und das betrifft schlussendlich alle von uns. Die Angiografie gibt es seit etwa 50 Jahren. Seit der Entwicklung von solchen Geräten können sie Eingriffe viel sicherer und schneller machen, erklärt Lea Attias. Das ist eine sehr minimalinvasive Technik. Der Patient ist in den allermeisten Fällen wach und wir machen das reine örtliche Betäubung. Wenn der Patient das wünscht, natürlich können wir eine leichte Beruhigung geben. Aber der Patient kann nach dem Eingriff, nach ein paar Stunden Bettruhe wegen der Einstichstelle, kann er wieder aufstehen und je nach Fall auch wieder heimgehen. 3,3 Millionen Franken hat das Spital in die technische Infrastruktur und in die umliegenden Gebäude investiert. Obwohl das SZB für das 2029 einen Umzug nach Brügg plant. Wir können nicht der Bevölkerung etwas vorenthalten, nur wenn wir ein neues Spital bauen. Also nur in Anführungsstrichen. Die Frage ist immer, das, was wir anbieten, ist das eine Franken-Diskussion oder ist es eine Bedarf-Diskussion? Und das haben wir im gesamten System im Moment. Im Moment reden wir über die Kosten, aber wir reden nicht, wie wir die Versorgung in Zukunft sicherstellen wollen. Seit der Gründung des Gefäßzentrums vor 4 Jahren ist die Nachfrage laut dem Spitalzentrum Biel immer wie mehr gestiegen.